In diesem Video schauen wir uns gekoppelte Pendel an. Das sind praktisch zwei Pendel, die in irgendeiner Form miteinander verbunden sind. Und schauen uns das natürlich auch im Experiment an. Hier habe ich ein Beispiel, ein Faden, an dem zwei Pendel hängen. Und an dieser kleinen Simulation sieht man auch schon so ein bisschen, was passiert, dass irgendwie die Energie von dem einen auf dem anderen, auf das andere Pendel übertragen wird. Nicht wundern, ist noch der richtige Film. Wir schauen uns, bevor wir uns die Geschichte angucken, einmal an, was Breiten- und Längengrade sind. Links haben wir Breitengrade. Rechts Längengrade braucht man zur Navigation. Und das, was noch wichtig ist bei dem Längengrad, ist es so, dass ich damit auch die Zeitzonen verschieben. Das heißt, wenn ich nach Westen oder nach Osten gehe, verschieben sich da die Zeitzonen. Damit können wir uns der Geschichte widmen. Und die beginnt mit Christian Huygens, der durchaus einen bekannten Namen in der Physik besitzt. Und aber was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, er hat sich sehr mit Pendeluhren beschäftigt. Und das Spannende an den Pendeluhren war eben, dass egal wie stark man das Pendel ausgelenkt hat, es hat immer die gleiche Zeit für einen kompletten Durchgang gebraucht. Und das macht es natürlich spannend, um damit Zeiten zu messen. Und das war zu der damaligen Zeit sehr wichtig, besonders für, wir waren ja im 17. Jahrhundert, Schiffe auf hoher See. Und zwar, wenn man den Breitengrad wissen wollte, da hatte man den Polarstern. Aber wenn man den Längengrad wissen wollte, und den brauchte man ja auch, wenn man wissen wollte, wo man ist, brauchte man ja irgendwie was anderes. Und das hat man dadurch gemacht, man hat ausgenutzt, wenn man zum Beispiel 60 Längengrade überschritten hat, dann war das eine Zeitdifferenz von 4 Stunden. Das heißt, man ist irgendwo gestartet, meinetwegen in London, und dann hat man geguckt, sagen wir mal, in London war es dann genau um 12 Uhr oder Mittag, wo man losgefahren ist. Und wenn dann man unterwegs war und es war zum Beispiel wieder Mittag, dann hat man plötzlich aber die Zeit gebraucht, wann man losgefahren ist. Und wenn man wusste, wann man losgefahren ist und wusste, jetzt ist Mittag, dann konnte man sozusagen die Zeitdifferenz berechnen. Und die aktuelle Zeit hat man zum Beispiel über den Sonnenstand bestimmt. Und die Zeit, wo man losgefahren ist, dafür hat man dann eine genaue Uhr, zum Beispiel eine Pendeluhr, gebraucht. Und das Besondere war, dass er viele Experimente gemacht hat und er hatte einmal auf einem Schiff 2 Pendeluhren. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass wenn man diese Pendel in Bewegung setzt, dass nach einer gewissen Weile beide Pendel synchron schwingen. Und das war für ihn eine verblüffende Erkenntnis, dass, egal was er gemacht hat, immer nach einer Weile haben diese Pendel synchron geschwungen. Und ja, das waren praktisch die ersten gekoppelten Pendel, die halt irgendwie über das Gehäuse dieser Pendeluhren da miteinander in Verbindung standen. Hier ist nochmal ein Beispiel, bevor wir das Ganze uns in echt angucken. Das sind einfach 2 Pendel, die jetzt mit einer Feder verbunden sind. Und das Ganze funktioniert halt dadurch, dass wenn ein Pendel schwingt, kann über die Feder sozusagen die Energie auf das andere Pendel übertragen werden. Und das Ganze gucken wir uns jetzt auch mal in echt an. Man könnte das auch rein theoretisch ausrechnen und mit Formeln bearbeiten, aber das spare ich mir hier. Hier geht es einfach nur mal, damit man diesen ganz netten Effekt mal gesehen hat. Hier habe ich ein Pendel und noch ein Pendel.
Die hängen an einem gemeinsamen Seil. Damit ist es natürlich ein gekoppeltes Pendel. Und jetzt gehe ich her und lenke das eine Pendel aus. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Man sieht schon sehr schön, dass das linke anfängt zu pendeln. Das rechte wird langsamer. So, und jetzt steht das rechte fast. Jetzt sieht man, es geht das Ganze wieder in die andere Richtung. Das rechte pendelt immer stärker. Und das linke wird wieder langsamer. Hier habe ich noch mal ein Pendel, das mit einer Feder gekoppelt ist. Schauen wir mal, was das macht. Etwas auslenken und los geht's. Wieder schön zu sehen. Das linke Pendel pendelt immer heftiger, das rechte immer weniger. Und dann wieder umgekehrt. Das ist das linke stehen geblieben, das rechte pendelt wieder. Und jetzt fängt das linke wieder an zu pendeln. Und das rechte steht jetzt. Und jetzt wieder umgekehrt und so weiter.